Jetzt kommt so ein paar von Let's Play 5 Minuten scharf. Ich bin gegen Jelka und ich möchte nicht schon wieder ein Sizianer. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, irgendwas anderes auf jeden Fall. Ich hab ihn gleich. Kann ich? Ich glaube, ich muss nehmen, ne? Ich hätte nicht stehen lassen können. G4, okay. Ja, ich wollte einfach mal keinen Sizianer wieder. Sieht so scheiße aus. Ich würde echt überlegen, auch noch kurz zu rochieren. Er wird wahrscheinlich lang rochieren, oder? Ich denke mal schon. Egal, ich rochiere jetzt einfach kurz. Okay, er rochiert auch kurz. Ja, dann spielen wir mal E5. Vielleicht sieht er die Gabel nicht. Okay, hat er gesehen. Schade. Okay, er hätte auch nehmen können, den Bauern. Ich glaube, das ist ganz schön Probleme, weil... Nach Dame D5. Das ist ganz schön eng für ihn aus, weil er muss nach H3 gehen. Kann ich einfach H6 nehmen, spiel Springer F7 und dann weiß ich gar nicht, wohin mit der Dame. Weil auf Dame A4 habe ich einfach Springer G5, König G4 und Dame F5 und dann ist schon vorbei. Und wenn die Dame woanders hingeht, sagen wir mal nach C1 oder so, dann habe ich auch Springer G5, dann hat der König A4. Und dann habe ich Springer F3, König H3, Dame H5, ist auch Game Over, weil ich Dame H2, weil mein Turm deckt ja F3. Ich glaube, das ist jetzt verloren. Wie gesagt, verloren. Oh, ne, muss ich Dame F5 spielen. Ja. Das ging schnell. Das war eine schnelle Partie. Ja, da hat er sich... Ich habe wirklich einfach die ersten Einzüge einfach irgendwas gespielt. Ich wollte eigentlich in der englischen Öffnung, aber dann kam ich irgendwie hier rein. Und hier musste ich tauschen, obwohl das eigentlich schon richtig scheiße für mich aussieht, diese Öffnung. Ja, hier musste ich tauschen. Wenn ich nicht tausche, ich... Er nimmt mir alles, er nimmt auf F5 hinterher raus. Ich weiß, noch wegen der Fessel geht das noch nicht, aber ich muss ja jetzt hier irgendeinen Zug machen. Und ja, welcher Zug ist nicht... Ich muss irgendwie E5 aufhalten, das heißt, ich muss selber E5 spielen. Und das ist einfach keine gute Stellung. Stell das mal an. Ich kann sogar Läufer G5 spielen, wenn er will. Es wird jetzt einfach nicht mehr gut werden für mich. Deswegen musste ich rausnehmen. Ja, und hier habe ich eine Stellung. Hier kann ich immer für E5 spielen.
Und wie ihr seht, hatte ich dann auch Spiel. Ich hätte einfach den D4. Weiß nicht richtig, warum er den nicht genommen hat. Ich wollte eigentlich C5 spielen. Ich wollte den Bauern einfach nur loswerden, damit ich halt nach da. Ich wollte Dame D5 falsch spielen. War der einzige Grund, weil ich habe das gesehen, dass er hier dann nach H3 muss. Und hier hat er mir halt in den Karten gespielt. Das Beste, was man machen kann, ist, glaube ich, Dame H4. Springer G5 auf Matt. Und wenn er die Dame halt wegzieht, Springer G5. Wenn er direkt nach H4 geht, Springer F3. Dahin, dahin. Da, Dame H2. Auch Matt. Deswegen, ich denke, man muss die Dame hier sogar opfern, oder? Aber selbst hier nach F4, weiß ich nicht. Dann kriege ich auch jetzt 2. Kann ich sogar H5 spielen, den nächsten auf F4 opfern und dann Dame G4 irgendwie. Vielleicht Turm G1 oder so. Selbst dann Turm E8. Ja, hier ist einfach vorbei, also die Stellung, die geht, kann man nicht mehr retten. Ich kann auch nicht mal König G2 spielen, weil dann F4 wieder hängt. Ja, okay, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.